Jo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Freunde, heute gibt es natürlich wieder die nächsten FC News, auch wieder Gott sei Dank mit drei Punkten, wo wir heute drüber sprechen möchten. Und ich würde sagen, wir fangen auf jeden Fall mal mit dem positiv überraschendsten Punkt an. Jetzt habe ich es. Denn es geht um unseren Torhüter Marvin Schwäbe. Ja, denn Marvin Schwäbe, wie wahrscheinlich die meisten von euch schon mitbekommen haben, soll einen Anruf von DFB bekommen haben für die Nationalmannschaft. Was bedeutet, er ist dort auf dem Schirm. Wie sich das dann genau verhält, ob er dann jetzt in naher Zukunft mal nominiert wird oder eine Möglichkeit dann letztendlich sogar für den EM-Kader wäre, das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Man hat aber auf jeden Fall beim DFB und allen voran Hansi Flick hat eben Marvin Schwäbe auf dem Schirm. Ich muss sagen, ich muss mich echt daran zurückerinnern, wo ich gesagt habe, ey, der hätte es echt mal verdient, zur Nationalmannschaft zu kommen. Ich muss sagen, wenn ich jetzt alle deutschen Torhüter sehe, die wir haben und alle wirklich gesund sind und auf ihrem kompletten Leistungsniveau sind, dann muss ich sagen, für mich wäre Marvin Schwäbe dann Nummer 4, weil ja, ich denke, über Manuel Neuer brauchen wir nicht zu reden. Das ist, wenn er gesund ist, einer der besten Torhüter der letzten, keine Ahnung wie viele Jahre. Und dann muss man halt sagen, auch wenn er von Gladbach kommt, aber ich bin trotzdem so ehrlich, ein Ter Stegen ist auch, wenn er gesund ist und in Topform ist, ein Top 20 Torwart der Welt, meiner Ansicht nach. Und dann hast du halt auch noch einen Kevin Trapp. Ich weiß, einige von euch sind auch der Meinung, haben sie damals auch, kann ich mich erinnern, in einem Video in den Kommentaren geschrieben, dass Schwäbe besser ist als Trapp. Da muss ich schon sagen, sehe ich persönlich noch nicht, aus folgenden Gründen. Ich denke, dass Kevin Trapp zum einen die Erfahrung von PSG und allgemein Champions League hat. Er hat vor allen Dingen schon Erfahrung eben in der Nationalmannschaft, Europa League mit Frankfurt gewonnen. Ja, jetzt kommende Saison dann auch in der Conference League tätig, was Schwäbe natürlich jetzt in der letzten Saison auch hat, aber Kevin Trapp halt hat halt in der Masse mehr international gespielt. Und das sind halt Punkte, die muss man sehen. Wenn die drei fit sind, wird es dann eher nichts mit Schwäbe. Allerdings ist es ja nun so, dass Manuel Neuer ja noch länger ausfallen wird. Und es ist natürlich dann auch die Frage, wie verhält sich das dann mit Ter Stegen und Trapp? Sind die dann die ganze Zeit fit, wenn jetzt wieder Länderspiele kommen oder dann sogar die EM ist? Sollte da einer ausfallen, ist Marvin Schwäbe für mich da als Nummer 3 auf jeden Fall mitzunehmen. Und selbst wenn er dann nicht spielt oder nur mal in einem Freundschaftsspiel mal eine Halbzeit spielt oder dann in einem unwichtigen Freundschaftsspiel, meinetwegen gegen, keine Ahnung, San Marino oder so spielt, ist doch scheißegal. Ich glaube einfach, diese Erfahrung, mal den Adler auf den Brust zu tragen, ist halt einfach schon saugeil. Und da muss man halt schon sagen, das wäre für Marvin Schwäbe nochmal ein richtig guter Step. Für ihn persönlich eine geile Erfahrung, aber wahrscheinlich dann auch, um weiter seinen Marktwert zu steigern, um dann vielleicht auch im Training mit den ganzen Top-Spielern aus der Nationalmannschaft das Niveau zu verbessern. Wenn die Nationalmannschaft natürlich mal wieder auf ein besseres Niveau kommt, aber so weit will ich jetzt in diesem Video nicht ausholen. Ich denke, da kann sich auch jeder seine Meinung bilden. Ich für meinen Teil habe mich sehr gefreut, wo ich es gelesen habe und ich hoffe, dass Marvin Schwäbe diese Chance bekommt, mal als Nummer 3 für Deutschland da mit in den Ring geworfen zu werden. Ich fände es auf jeden Fall sau geil, hat er sich verdient. Ich denke, er wird jetzt auch beim FC nachhaltig mehr Verantwortung übernehmen, zwecks vielleicht Vizekapitän. Ich denke weiterhin, dass Florian Kainz Kapitän wird. Ich kann mir aber dann auch gut vorstellen, dass Marvin Schwäbe dann eventuell Ersatzkapitän werden könnte. Ja, Freunde, das war Punkt Nummer 1, Marvin Schwäbe und Nationalmannschaft. Schreibt es mal auf jeden Fall unten rein.
Und dann würde ich sagen, kommen wir zu Punkt Nummer 2 und hierbei geht es um Jakob Christensen. Denn unser Neuzugang, der Däne, gab ein Interview, wo er ein bisschen über seine Erwartungen spricht, was er denn vom FC und von der Bundesliga erwartet, wo er sich selber sieht, was er vorhat, was er auch so ein bisschen für ein Spielertyp ist, ganz interessant. Ich werde euch das Express-Interview mal unten verlinken, wer es nicht vielleicht auch schon selber gelesen hat. Ja, und unter anderem sagte er, dass in Deutschland mit die beste Fankultur ist, was ich auf jeden Fall unterschreibe. Und er selber würde sich als Spieler bezeichnen, der gerne den Ball hat, der gerne nach vorne geht, der gerne Schnittstellenpässe spielt, gerne die Bälle ja, nach vorne in die Räume spielt. Und ich muss sagen, das kann schon gerade in Kontersituationen mit einem schnellen Miner wirklich zur Waffe werden. Ich hoffe ja immer noch, aber ich weiß, dass viele von euch eine andere Meinung haben. Ich hoffe trotzdem, dass Jakob Christensen den Durchbruch schafft und beim FC Stammspieler wird, weil das würde dann bedeuten, dass er und Martel die Doppel-6 bilden, womit Ljubicic dann weiter offensiv spielen könnte. Und wenn du dann halt Meiner auf der einen Seite, Ljubicic auf der anderen Seite hast, das wäre schon wirklich sehr, sehr, sehr geil. Ne? Also dann hast du da wirklich komplette Endspeed. Klar, du hast auch noch andere Möglichkeiten. Ne? Das würde dann bedeuten, Keins geht wieder auf die 10 oder... Keine Ahnung, ne? Also du hättest dann auf jeden Fall wieder mehr Möglichkeiten, was du dann alles machen könntest, wenn er eben einschlägt. Ich denke trotzdem, unterm Strich müssen wir mit dem Jungen geduldig sein, weil von der dänischen Liga in die Bundesliga ist natürlich schon ein Step. Aber es haben schon in der Vergangenheit ganz andere Spieler Steps geschafft. Wenn man jetzt nur mal als Beispiel nimmt, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertriebenes Beispiel, aber ein Kim Min-jae, der jetzt zu Bayern München gewechselt ist, hat vor 3 Jahren auch noch in Korea gekickt. Ne? Und dann ging es nach Fenerbahce, nach Napoli, jetzt zu Bayern. Also man weiß halt nie, im Fußball kann es auch schnell gehen, das will ich damit sagen, auch wenn Kim Min-jae jetzt vielleicht ein sehr hochgegriffenes Beispiel war. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den Jungen. Ist natürlich, ich habe es in den vergangenen Videos gesagt, auch so ein bisschen so eine Wundertüte. Aber genau das kann ja auch was sein, was Baumgart wieder zum Laufen bekommen kann. Deswegen bin ich sehr gespannt. Hoffe, dass der Junge seine eigenen Erwartungen und die der Fans dann letztendlich auch erfüllen kann. Bin auf jeden Fall gespannt. Auch hier eure Meinung in die Kommentare. Und wir kommen zu Punkt Nummer 3 und das ist auch ein erfreulicher Step. Hierbei geht es um Florian Dietz. Ja, denn Florian Dietz ist zurück im Mannschaftstraining, hatte er jetzt die letzte Zeit noch individuell trainiert. Klar, nach 8 Monaten raus und Kreuzbandriss. Ihr wisst die Geschichte da, damals gegen Hoffenheim, gegen Kabak. Ja, muss man schon sagen, es ist sehr erfreulich, dass Dietz wieder zurück ist. Man muss sagen, er wird natürlich, das würde ich genauso bei Tickets auch sagen, nicht Stürmer Nummer 1 sein, denn Stürmer Nummer 1 wird ganz klar Davy Selke sein, wenn er fit ist. Ich glaube aber, dass Florian Dietz schon eine Sache hat, was mein guter Freund Taubi auch gesagt hat, was er Tickets voraus hat, nämlich er hat sich, wenn er gespielt hat, schon deutlich mehr Chancen erarbeitet als Steffen Tigges. Tigges wird noch ein bisschen ausfallen, was dann die Chance sein kann für Florian Dietz, wenn er denn wirklich auch wieder die Match-Fitness hat, weil ihr wisst ja, wer lange ausfällt, der braucht in der Regel mindestens die Hälfte der Zeit nochmal, um richtig fit zu werden. Er hat jetzt noch ein bisschen Zeit, ob das dann wirklich schon für die Liga reicht, um 15, 20 Minuten zu spielen, sei mal dahingestellt. Ich glaube aber, wenn Tigges noch ein bisschen ausfällt und der ja dann auch nochmal Zeit braucht, bis er dann letztendlich nachhaltig wieder fit ist, dann kann das vielleicht für Florian Dietz eine Chance sein, dann zumindest der Stürmer zu werden, der dann immer mal wieder von der Bank kommen kann. Wie gut das dann qualitativ ist, das wird man dann sehen. Wie er seine Verletzung dann auskuriert hat, was für ein Tempo und Niveau er noch gehen kann, werden wir dann auch sehen, ob er dann da rankommt, was er dann gespielt hat, bevor er verletzt war, was jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel waren, aber ich muss sagen, dafür, dass der Junge halt aus der Regionalliga kam, hat er es nicht so schlecht gemacht, ist zumindest meine Meinung, deswegen
Ja, bin ich da gespannt, wie der Weg von Flo Dietz weitergehen wird. Ich drücke ihm da auf jeden Fall die Daumen. Genauso wie Jakob Christensen. Ihr könnt mir mal gerne zu beiden eure Meinung unten reinschreiben. Auch zu dem möglichen Szenario, dass Marvin Schwäbe zur Nationalmannschaft kommen könnte. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare rein. Dann würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, was auch immer ich mache, wieder. Euer Fabio ist raus. Haut da rein und ciao.